Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint Fraktionsmissionen. Das hier wird die letzte oder vorletzte Folge Fraktionsmissionen, denn in den Kommentaren hat mich jemand gefragt, ob ich nicht doch auch mal wieder weitermachen kann mit den Klassenlevel-Guide-Let's-Play-Mix-Dingern. Und das finde ich echt eine hervorragende Idee. Ich habe die Teile total vergessen. Da haben wir ja noch ein paar Klassen offen. Und die würde ich dann als nächstes angehen. Ich weiß noch nicht, ob das nächste Woche schon die erste Folge kommt oder übernächste Woche erst. Aber ja, auf jeden Fall ist das echt eine tolle Idee. Wir haben jetzt hier den Auftrag, die Kontrollstation Fox 02 zu säubern. Das ist diese hier. Wenn mich mein Orientierungssinn nicht getäuscht hat. Ja, es ist diese. Und dann säubern wir das Ding einfach. Jawohl. So, er hier steht alleine auf dem Feld rum. Aber wir klären erstmal auf hier. Mitten auf dem Feld. Wie ich das gehört. So wenige Leute da. Hier sind normalerweise mehr, ne? Ich sehe hier 4 Leute, aber 4 Sentinels, ist das alles? 5. Na gut, dann von mir aus. Warte mal, ich habe doch bestimmt noch im Rucksack ein paar Simultanschussdrohnen. Wo sind sie? Wo sind sie denn? Da. So, Nummer 1. Noch einer. 2. So. Nummer 3. Feuer auf mein Kommando. So, da haben wir 4. Fünfte sind auf der anderen Seite. Dann umlaufen wir das, diese Kontrollstation mal großzügig. Machen wir das Ganze in einem Rutsch. Uppala. Kann ich den decken lassen? Hier haben wir ja, so wie es aussieht, auch noch Infos für die nächste Fraktionsmission. Perfekt. Da hinten. Mein Ziel erfassen. So, dann haben wir die 5. Ist da noch irgendwo einer? Oh, oh. Na gut, dann muss ich jetzt wohl schießen, selbst. Das war's. Wir haben alle erwischt. Da ist doch noch einer. Arbeit. Komm, gib nicht so an. Aber das waren nicht alle. Wo ist da noch einer? Oder zählen die hier noch als lebendig? Aber irgendeiner hat gerade noch geredet. Ach, weißt du was, komm. So, jetzt ist es sauber. Gut, wunderbar, das war die erste Mission. Können wir noch easy noch eine zweite machen. Sag mir, was du weißt. Das war alles. Tu mir nichts. Cool. Heften wir direkt an. Nördlich vom Small Lake. Chase Geldam. Nee, der Damm, den mag ich ja gar nicht. Schauen wir mal, was wir hier noch für Infos haben. Azrael finden. Heften wir auch mal an. Schauen wir mal eben, was da von näher ist. Nördlich von Small Lake. Hier haben wir den Reservoir Lake. Muss ja alles hier sein, ne? Small Lake, ist der vielleicht wirklich so small? Ist das der? Nee, ne? Einmal Kontrollstation Fox 01, wir sind hier bei Fox 02. Die ist westlich von Summer Lake. Da ist Small Lake ist halt größer als Reservoir Lake. Und wo ist der Summer? Da, Summer Lake. Hier ist Kontrollstation. Hier, Kontrollstation Fox 01. Haben wir dann da mal ein Biwak in der Nähe? Gehen wir ans Biwak
Und von dort aus hier hin. Wir könnten natürlich auch im Auto reinfahren. Was müssen wir machen? Was müssen wir denn mit Azrael machen? Kranke Augen am Himmel. Ich guck mal gerade. Bodenwald sabotieren. Alles klar. Flugplan soll geändert werden. Aktiviere Nachtsicht, Gerd. Ich wollte die Karte öffnen. So, gut, dann machen wir das so, damit wir nicht so ewig lang in der Gegend rumfahren müssen. So, wo sind wir jetzt? In welche Richtung schauen wir? Ich könnte das Ding auch einfach pingen, ne? Dann wissen wir, wo es ist. Da, zack. Ich habe hier in dem Spielstand ja den... Das hat soweit aktiviert noch, dass Pings und Infosymbole angezeigt werden. Einfach damit es nicht in eine wilde Sucherei ausartet. Ein kaputter Laster. Mitten im Nirgendwo. Gibt's da was? Nee. Doch, Ananas liegt da, aber die kann man nicht aufheben. Ah, doch, kann man aufheben. Was ist das da? Kartoffeln oder was? Hat die ein bisschen anders ausgesehen. Nicht unbedingt wie Kartoffeln. So. Aber 280. Ah, da sind wir schon. Machen wir den Pink gerade weg. Stört mich. Ist das so warm? Ich habe jetzt extra für die Aufnahme einen Ventilator ausgeschaltet. Oder die Ventilatoren, besser gesagt. Vorsicht, da kommt was auf uns zu. Damit das nicht so rauscht in der Aufnahme. Aber ja. So, hier haben wir 2-3. Vier. Ich sehe vier. Ist da einer drin? Nee. Fünf. Alles klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und irgendwo bestimmt noch irgendjemand versteckt ist. Dann machen wir die mal platt. Oh, hallo. Der erste. Gutes Ding, Ghostlied. So, ich glaube, ich muss hier echt mal ein paar Mods installieren, damit die Gegner ein bisschen gefährlicher sind oder gefährlicher werden. Sicher? Sicher? So, das waren die. Siehst du, habe ich doch wieder einen übersehen. Digga, muss das sein? So. Volltreffer, Baby. Ist noch einer. Ich hab doch einen reden gehört. Oder ist das eine Patrouille? Irgendwo ist noch einer. Ah, ist eine Patrouille da oben. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Müssen wir einfach interagieren oder interagieren und verteidigen? Das wäre ganz gut zu wissen, aber naja. Wir agieren entsprechend der Situation. Abgeschlossen. Okay. Also nichts mehr sonst. So, von hier aus kommen wir, glaube ich, relativ gut. Ach, naja, was soll das denn? Ist das hier oben? Sieht aus, als wäre es oben auf dem Berg. Vielleicht können wir da irgendwo einen Fallschirmsprung starten. Ja, hier hin. So. Dann machen wir die noch. Die Geiselbefreiung. Dann haben wir es für heute. So, einmal nachladen. So, der Chase Geldam ist wo? Hinter uns. Können wir aber keinen Fallschirmsprung hinmachen, denn es ist höher gelegen, als wir uns befinden. Gut. Hoppala. Wo sind die Motorradpatrouillen, wenn man es braucht? Ah, guck mal, da sollen wir also den 100 Pro die Geisel hinbringen. Dürfte gar kein Problem sein, wenn wir sie denn finden.
Und da haben wir mit Hort. Mal da. Aber ich hole lieber das Auto, denn mit dem könnten wir dann theoretisch auch direkt die Geisel abtransportieren. Die uns zuerst furchtbar dankbar sein wird. Und uns dann beschimpfen wird, dass wir ihr nicht so sehr auf die Pelle rücken sollen. Also ist die Geisel jetzt unten oder oben? Wahrscheinlich unten, ne? Ach komm, querfeld ein. So muss das sein. So. Dann schauen wir mal. Okay, eine Aim. Noch eine Aim. Wir haben, hätten auch eine Heli hier, aber wo soll es die Geisel sein? Wahrscheinlich müssen wir zuallererst mal da reinkommen, damit das aktualisiert wird. Feuer auf mein Kommando. Feuer in 3, 2, 1. Alle tot. Gut geschossen. Okay. Flugdrohne haben wir auch am Start. Nicht so geil. Raketenwerfer haben wir noch. Dann aktualisiert sich dann jetzt mal hier die. Muss ich sie wirklich mit der Drohne finden? Oh, hallo, Geschützturm. Schauen wir mal in irgendeinem der Gebäude vielleicht. Alter, wie viele Drohnen wollt ihr mich verarschen? Da drin. Okay, dann können wir unser Vorgehen planen. Mach Drohne raus. Wenn wir von hier oben kämen. Wenn wir was unentdeckt da durch schaffen würden. Wir könnten natürlich auch einfach von oben einen Fallschirmsprung runter machen. Das ist aber ziemlich risikobehaftet. Gibt es hier Scharfschützen auf dem Dach? Nee. Da nicht. Da hinten? Nope. Keine Scharfschützen. Sehr gut. Aber ein Haufen Patrouillen. Alter Schwede, da ist ganz schön was los. So, nochmal. Mir waren die Drohnen gerade ein bisschen laut. Auf jeden Fall da durch und dann kämen wir hier durch. Könnten wir da hinten rein. Könnten uns theoretisch auch hier durch den Zaun schneiden. Rein, Geisel befreien, raus auf demselben Weg, wie wir reingekommen sind. Ist Allah. Was macht die Drohne da? Problem ist, wenn ich die jetzt sprenge, dann war es das mit unserem Heimlichkeits-Approach. Ich habe ja die Tarnung zum Glück noch. Okay, gehen wir es an. Ich hoffe, ich muss da oben rüber, ne? Da oben rüber kommen wir da gar nicht raus, ne? Hm. Ah, wir werden sehen. Wenn nicht, wird improvisiert. Alle platt machen einfach. Aber dann wäre besser. Gut, wäre immer noch eine Herausforderung. Ja, aber Schleichen gefällt mir einfach besser. Vielleicht können wir noch ein paar Gegner da wegsnacken, aber. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Pistole auspacken. Oh mein.
Hier könnten wir sogar dann immer nochmal uns verstecken, kurzzeitig. Oh, oh. Tarnung aktivieren. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Bin ich froh, dass ich die Tarnung aus Motherland auf MK3 geupgradet habe. Alter Schwede. Also komplett geupgradet habe. Ist echt Gold wert. Ist echt Gold wert. Macht das Spiel natürlich auch wieder ein gutes Stück leichter. Ohne Tarnung wäre das sicher eine richtig üble Herausforderung gewesen. Ich schätze mal die Lage an. Oh ja, cool, danke für das. Das gibt's ja auch noch. Wo ist die Treppe? Oh, oh. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht. Das ist ja kein anderer Eingang, ne? Nee. Dann legen wir den hier in den letzten Ecken und dann... ...über den. So, wo geht's die Treppe hoch? Habt ihr das gehört? Da wurde gerade ein Sentinel von der Drohne überfahren. Da ist die Treppe. So, die Frage ist... Ach. Bin ich gar nicht bedroht. Hallo? Hallo? Mitglied des Ingenieurteams retten. Folgt ihr mir jetzt? Folgen Sie mir? Ja, Sie folgen mir. Bitte folgen Sie mir. Ich scanne die Umgebung. Jetzt sind wir nicht mehr blind. Warum? Was ich ein bisschen blöd finde an den Fähigkeiten der KI-Kameraden ist, dass die halt einfach keine Aktionen brauchen, um die aufzuladen. Die sind einfach so schnell aufgeladen. Gerade das von Fury kann das gefühlt alle 30 Sekunden einsetzen. Ich meine, man kann die Fähigkeiten der KI-Kameraden deaktivieren, ja, ist klar, aber... Ich meine, meine Fähigkeit lädt sich auch nicht einfach so auf. Ich brauche auch Kills, Schaden an Drohnen und sowas. Oh, oh. Die Tarnung ist gleich hinüber. Das aufladen lassen. Das mit der Tarnung ist echt easy. Did I speak too soon? I spoke too soon. Aber sie hatten uns nicht komplett entdeckt. Es war aber verdammt knapp. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber es hat dreimal geblinkt, glaube ich. Oder viermal. Auf jeden Fall oft. So, jetzt müssen wir nur noch da wieder rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo hochklettern können. Gut wär's. Na, erstmal Tarnung. Leg dich hin! Knapp. Wenn nicht, müssen wir doch durch die Tür und uns da durchfighten. Entschuldigen Sie bitte. Das, Oh mein Gott, oh mein Gott. Bauchreden kann sie auch. Interessant. Die Ingenieure von Skell können so viel. Die sind so vielseitig. Wer war denn? Da hoch? Ja, da kann ich hoch. Ich hoffe, die kommt da auch hin. Aber die ist ja eh unsichtbar für die Gegner, von daher... Oh, guck mal da. Wir sind draußen. Und sie rennt bestimmt außen rum. Oder? Die steht jetzt nicht einfach da, ne? Nee, nee, die rennt da einfach durch. Alles klar. You do you, girl. You do you. Da ist der Überfahrene. Sie ist einfach unsichtbar. Finde ich gut. Oh, meine Tarnung geht gerade drauf. So, meine Dame. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Nee, Fury. Nein, einfach.
Warte mal, den Motor. Jetzt auf den letzten Drücker überfahren, weißt du? Mein Gott, da ist der Eingang. So. Tja, Vasili, du musst halt leider draußen bleiben. Ne, fix it, meine ich. Fix it. Ich komme mit den Namen immer durcheinander. Sie sind halt einfach nicht so markant wie Midas, Weaver und Holt. Das waren. Sind halt keine richtigen Charaktere, ne? Aber ist ja auch wurscht. Die Mission haben wir geschafft. Noch nicht, aber gleich. So. Zack. Alles aussteigen, bitte. Tudum. Sehr schön. Gut, dann hoffe ich, es war ein wenig unterhaltsam und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.